Was geht ab? Hier ist Number One Dada. Ich begrüße ihn einzeln von euch und hoffe, euch geht es gut. Zurück zu City of the Community. Heute geht es weiter auf der PlayStation 4 in Minecraft mit dem Häuserrundgang von dieser Straße hier. Natürlich fällt euch gleich auch auf, dass viele Häuser noch nicht fertig sind, aber die wollte ich dennoch schon mal zeigen für die Leute, die jetzt zuschauen und deren Häusern hier stehen, hier auf der Straße. Bitte ich eins, schreibt mir eine private Nachricht auf Facebook oder versucht beim nächsten Livestream einfach dabei zu sein, um euer eigenes Werk zu Ende zu bauen. Es ist ganz, ganz wichtig, dies zu Ende zu bauen, weil es geht ja darum, das beste Haus Ende von City of the Community wird verlost von der Community aus. Wir werden dann hier überall rumfliegen und ihr werdet dann den Namen hinschreiben mit Hashtag und derjenige wird dann auf jeden Fall einen fetten Gewinn kriegen. Deswegen strengt euch einfach bitte an, hier das beste Haus zu bauen. Wie gesagt, strengt euch an. Wenn ihr Hilfe braucht oder so, könnt ihr gerne auch fragen natürlich. Ich werde dennoch nicht bei allen Sachen helfen, sondern so ein paar Sachen, zum Beispiel bei Elektronik oder sonst was. Also kein Problem, ihr seid nicht auf euch alleine gestellt und deswegen, wenn ihr Probleme habt, fragt. Ich kann ja immer noch sagen, nein, das geht nicht, ich kann dabei dir leider dennoch nicht helfen. Und deswegen fangen wir jetzt einfach mal an mit dem Häuserrundgang. Aber wartet mal, bevor ich jetzt rumfliege, ihr fragt euch jetzt bestimmt die ganze Zeit, wieso hat denn der Hoch Number One Dollar so einen crazy Skin? Ja Leute, wir haben ja im Moment auf City of the Community, der Alpa und ich und ein paar andere haben natürlich auch mitgeholfen, aber der Alpa und ich haben halt von Anfang an gedacht, ja, wir müssten auf jeden Fall hier ein Gefängnis bauen, ein Knast. Und dort habe ich dann überlegt, wir werden dort suchen und zerstören, spielen wie so ein Hunger Game her. Und das wird auf jeden Fall Freitag, Samstag oder Sonntag auch im Livestream starten. Ihr könnt gerne auch mal mitspielen. Aber bevor wir anfangen, dort zu spielen, müssen wir das erstmal zu Ende bauen. Ich war ja vorgestern und gestern schon fleißig dabei, mit dem Alpa wieder zusammen die Beleuchtung dort drin zu machen. Und deswegen werden wir dies bestimmt übernächste Woche am Wochenende loslegen mit Suchen, Zerstören. Die meisten fragen sich jetzt im Kopf, wie Suchen, Zerstören? Hä? Wie Suchen, Zerstören? Das ist doch bei BO3. Ja, Leute. Aber bei Minecraft hab ich das so gedacht, als Titel Suchen und Zerstören ist es ja so, man muss ja den Weg nach draußen suchen und auf diesen Weg her, auf diesen Wege her, müsste man halt auch Wände zerstören mit der Pickups oder mit der Axt her oder wiederum so weiter und so fort. Also, dass man halt überlegt, wie am besten kommt man denn aus dem Knast hinaus. Und deswegen habe ich mir überlegt, suchen, zerstören. Ich rede euch jetzt seit 3 Minuten voll, aber das war ein wichtiges Thema auf jeden Fall am Rande des Videos. Und deswegen habe ich mir gedacht, wir fangen jetzt einfach mal locker flockig an mit dem ersten Haus. So, was fällt uns auf hier auf der Straße? Ein Formel-1-Wagen. Okay, es ist eigenermaßen sehr cool gebaut worden. Man kann es wenigstens erkennen, dass es ein Formel-1-Wagen sein sollte. Und hier, da ist ein Schild. Das ist der Hausbesitzer, Staat J. Sterns. Ich kann diesen Namen dennoch nicht so gut aussprechen. Also wenn ihr sagt, ihr könnt es besser aussprechen, dann kommt mal in die Party und ich werde eure Stimme mal aufnehmen. Also wie spricht man diesen Namen aus? Staat J. Sterns. Also ich will dich jetzt nicht beleidigen oder so, aber er ist echt schwer auszusprechen. Oder vielleicht, wenn man das weiß, wie das geht, vielleicht auch locker flockig. Aber für diese Sekunde her, wo ich jetzt hier vorstehe vor dem Schild, ist es echt schwer, dies herauszufinden. Aber egal, wir wissen ja, man kann halt sehen, von welcher Person das gebaut worden ist. Deswegen scheißegal, was der Hoch Number One wieder vorliest. Lieder von Neptunes Gaming, also das kennen wir auch schon, das ist cool. Und jetzt schauen wir uns das einfach mal zusammen an, was er so gebaut hat als erstes Haus von dieser Straße hier. Einen Pool, wo man auch reingehen kann und sich einfach mal ein bisschen so abkühlen könnte. Ja, wenn es mal wärmer wäre. Hoch Number One Partyschalter, bitte umlegen. Okay, dann müssen wir einmal kurz hier einschalten auf Nacht. Ja, es ist Nacht. Und jetzt schalten wir da einfach mal den Hebel um und gucken mal, was passiert. Wow, das sieht doch cool aus. Ich bedanke mich für diese Vorstellung von dir. Sieht cool aus. So, was kommt denn hier? Für YouTube. Nicht grundlos anmachen, bitte. Okay, aber jetzt ist es halt sehr wichtig, in diesem Video dies auch anzumachen. Verzeih mir bitte. What the fuck?
Das ist doch mal richtig geil, oder? Frohes Neues. Mitten im Jahr. Hammer. Geilomatico. Hammergeil gemacht. Auf jeden Fall. So. Jetzt machen wir mal das wieder hell hier. Auf Tag festlegen. Und jetzt schauen wir uns das einfach mal an, was er so gebaut hat. Also, wir kommen jetzt hier rein. Okay, hier sind Büsche mit einer Lampe. Hier ist ein Fernseher. Okay, hier sitzt... Vielleicht fehlt hier noch was. Vielleicht kommst du noch mal wieder. Wäre auf jeden Fall korrekt. So. Jetzt gehen wir mal hier hoch. Okay, wie kommen wir denn jetzt am besten da rum? Wie heißt denn der Kodo? Vielleicht heißt er auch Kodo. Der Kodo hat das Haus gebaut. Könnte ja sein. Wir können ja viel spekulieren. Schreib mal in die Kommentare, wenn du das siehst, ob du der Kodo bist. Also ich grüße dich. Dann sind wir jetzt hier oben. Und hier kann man sich hinsetzen mit Kollegen, mit der Familie zusammen. Also hier an diesem Tisch her. Also ist ein großer Tisch. Kann man erkennen. Ist schön, in der Truhe ist gar nichts. Keine Überraschung für mich. Nein. Und hier ist ein Ehebett. Okay. Das hat der junge Mann gebaut. Also auf jeden Fall sieht das cool aus. Ich zeige das nochmal, wer das gebaut hat. Aber vielleicht kommt er ja nochmal wieder und baut das vielleicht ein bisschen um oder so. Wegen der Sitzecke da. Aber ich glaube dennoch, das Haus ist fertig. So fast wie fertig. Ja, ich finde das cool. Coole Sache. So, kommen wir weiter zu dem zweiten Haus. Also von der Optik von draußen einfach richtig Hammer, oder? Gefällt mir. Das ist die Garage. Da gehen wir jetzt einfach mal rein. Aber bevor wir jetzt dort irgendwo reingehen, müssen wir erstmal wissen, wer das gebaut hat. Der Monster 321641 hat das gebaut. Nicht fertig. Danke, dass ich hier bauen darf. Was heißt denn das? Dass du nicht mal hier bauen darfst, oder wie? Klar, wenn du weiterbauen musst, ne? Komm einfach beim nächsten Livestream nochmal vorbei und dann kannst du auf jeden Fall nochmal hier einfach mal mitbauen. Also wenn du noch nicht fertig bist, auf jeden Fall. So, wir gehen in die Garage rein und was gibt es hier? Ja, eine Lore, wo man einfach mal im Kreis fahren kann. Yay, ist das mal cool hier. Yeah, Hammer. Ja, okay. So, da ist eine Tür, hier ist eine Tür, wir gehen jetzt einfach mal hier rein. Okay, viele Bücher. Okay, sieht aus, dass er schon fertig ist. Hier draußen voll der Dschungel. Boah, Alter. Im Garten kann man viel Holz fällen, ne? Im Survival. Weißt du, wisst ihr Bescheid, ne? Kommen wir hier hin zum Monster. Okay, jetzt weiß ich, was er meinte. Hier ist er noch nicht fertig. Komm einfach vorbei. Schreib beim nächsten Livestream auf YouTube oder Twitch HochNumberOneDollar. Man findet mich unter dem Namen HochNumberOneDollar überall, außer bei Twitter nur HochNumberOne und dann YT für YouTube. Kurzform. Weil HochNumberOneDollar ist halt ein sehr langer Name und es gibt sehr viele Plattformen, wo man halt nicht diesen Namen anwenden kann. So, wir gehen jetzt wieder hier runter. Okay, das ist das Haus vom Monster. Vielleicht kommst du ja nochmal wieder. Wäre cool, auf jeden Fall. Monster 3216 und die Nummer 41. Geil, das ist dein Haus. Gefällt mir... Oh, das haben wir vergessen. Das ist der Außenbrunnen. Hammer. Das ist doch auch mal cool. So, kommen wir mal zum nächsten Haus. Was ist denn das hier? Ein Formel-1-Wagen, aber ein anderer. Nicht in Rot diesmal, sondern in Weiß. Das ist die Garage, die ist offen. Auch cool, aber bevor wir jetzt uns jetzt hier irgendwie alles anschauen, müssen wir ja erstmal wissen, wer das gebaut hat. Der Sepp 0404 FIFA. Was geht ab? Alles fresh bei dir? Und das ist das Haus von dir. Okay, hier ist offen. Ja, also das sieht so aus, dass man die auch zumachen kann. Richtig cool. Ein blaues Sofa, yay! Erstmal wird der TV jetzt angemacht hier. Erstmal wird gezockt Minecraft. Hammer. Sieht cool aus. Hammer. Hier ist die Küche. Die Küche sieht auch cool aus. Nice. Was gibt's denn hier? Eine Torte. Oh, Entschuldigung. Ich wollte dich nicht beleidigen hier in dem Haus. Ne? Ich bin auf den Tisch gegangen. So, setzen wir uns hin. Oh, lecker Schmecker, wir hatten Geburtstag. Also Leute, dass ihr nur Bescheid wisst, nebenbei am Rande, dieses Video, am 2.8. habe ich Geburtstag. Ihr könnt ja mal hinschreiben, wann ihr Geburtstag habt. Einfach mal Hashtag euer Geburtsdatum hinschreiben. Würde mich auch interessieren. Vielleicht hat ja einer in diesem Monat noch Geburtstag. Vielleicht einer zu Weihnachten. Nur wenn ihr wollt, macht mit. So, wir gehen jetzt hier hoch zu der ersten Etage. Boah, das sieht auch cool aus. Oh, ein Apple-Laptop oder Apple-Bildschirm, ne?
cool, das ist mal eine coole Idee, wie dein Fernseher, oder ist das nun, okay, hier ist ein Fernseher, auf dieser Seite, mit den Knöpfen hier, ein sehr, sehr großes Bett, gefällt mir auch, oh, eine Außenterrasse hier oben, nice, hier sind Büsche, oh, hier kann man auch planschen gehen, hey, geil gemacht, die Toilette, das machen auch viele, so, diese Toilette auf der PlayStation, hier zum Beispiel der Wasserhahn und das hier zum Beispiel das Waschbecken, cool. Hier nochmal so eine gemütliche Sitzecke, guck mal, wie geil das ist, man kann einfach rausgucken zu den anderen Leuten, zu den Nachbarn, wie die sowas gebaut haben, auch richtig stark, einfach nur richtig geil. So, wir gehen jetzt wieder raus hier, und das Haus war von Sepp 044 4. FIFA. Nice. Bestimmt ein FIFA-Zocker. So, kommen wir zu dem nächsten Haus von dieser Straße her. Ich hoffe, wir schaffen das irgendwie in diesen 15 Minuten noch. Das wird knapp. Wir müssen uns beeilen. Das ist von Muller 151. Er muss auf jeden Fall nochmal vorbeikommen. Mitte. Okay, was heißt denn Mitte? Ach, hier. Ja, das kennen wir. Blub, 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 blub. Yay! Ein Aufzug. Nice. Auf jeden Fall. Dafür muss man einen Daumen hoch geben, also Hammer, Hammer geil gebaut. Hut ab. Hier kann man auch wieder runtergehen. Ist halt ein Aufzug von unten nach oben. Von oben nach unten muss man halt die Treppen gehen oder man springt. Das geht auch. Was passiert hier? Ah, okay. Eine Dachluke. Das ist doch auch mal eine geile Idee. Ein Brunnen auch. Ja, dann am besten kommen wir nochmal hier vorbei, wenn du das nochmal zu Ende gebaut hast. Muller 151. Ich würde mich total freuen, wenn du nochmal vorbeikommen würdest. Und jetzt kommen wir mal zum nächsten, ja, Haus. Kann man, glaube ich, noch nicht dazu sagen. Von Vollbob 74, der Boss. Okay, du bist der Boss. Aber ein Boss lebt auch nicht in einem Haus ohne Dach. Du musst auf jeden Fall nochmal vorbeikommen. Aber von dem Design hier sieht das schon eigenermaßen sehr cool aus. Auch mit dem, ja, mit dem Wasser hier drin und hier auf der Seite auch das gleiche rotes Glas mit dem Wasser. Sieht gut aus. So, wie gesagt, komm am besten nochmal vorbei. Oh, SGGEEST05, also SGEST05. Herzlich willkommen, was geht ab? Du hast das Haus gebaut, von der Optik her geil, muss aber weitergebaut werden. Ich würde mich freuen, wenn du nochmal vorbeikommen würdest, weil das ist echt cool gebaut worden eigentlich, ne? Leute, was sagt ihr dazu? Schreibt mal in die Kommentare einfach mal. Hammer, oder? Aber ihr müsst, wenn ihr schon alleine in die Kommentare schreibt, geiles Haus oder sonst was, dann schreibt bitte den Namen nochmal dazu, von wem das Haus war. Könnt ihr nochmal vorspulen und so. Spielt einfach mit dem Video und dann könnt ihr es selbst entscheiden. Haus von Ali Hossein, 2006. Okay, okay, da muss er noch weiterbauen. Hm, was ist hier? Oh, Melonen, Karotten, ein Gewächshaus im Haus. Nice, nice, nice. Wenn der Krieg ausbricht hier in Minecraft, ja, sehr wichtig. Hier kann man hochgehen. Ist hier was drin? Ne, ist leer, leer, leer und leer. Schade. Aber hier kann man auch bestimmt wieder runter. Ja, hier kann man runter. Aber du müsstest auf jeden Fall auch nochmal vorbeikommen, weil es ist ein bisschen leer, ne? Also Ali, was geht ab, Bro? Musst du auf jeden Fall nochmal vorbeikommen. Nächster Livestream wartet auf dich, wie die anderen. Kommen wir zum nächsten Haus. Das ist von Jovan. Ja, das ist cool. Das kenne ich. Da war ich schon öfters drin. Das ist cool, weil er hat hier geschrieben Sitzecke. Okay, es ist eine Sitzecke. Zum Beispiel hier, dass ihr mich versteht, was ich meine. Hier ist ein Schild. Schlafzimmer. Okay, hier ist ein Schlafzimmer. Nice. Mit Betonung. Nice. Hashtag nice. Und hier, was steht denn hier? Unten aus, oben an. Unten aus. An. Und da kann man auch hoch. Also du müsstest auf jeden Fall auch nochmal vorbeikommen. Also da ist ein bisschen leer noch, ne? Hm. Keine Fenster oder so. Wie auch immer. Jovan, komm vorbei. Ich freue mich. Kommen wir zum nächsten Haus. Buri 03062. Das Haus hier habe ich ein bisschen verkleinert, weil du hast ein bisschen weiter zu weit gebaut. Und zweitens habe ich das Feuer ausgemacht, weil deine ganze Hütte ist einfach mal von jetzt auf gleich abgefackelt. Ja, da musste auch die Feuerwehr vorbeikommen und ich habe das halt alles wieder zusammengebaut mit den Jungs, also kein Problem. Aber bitte Leute, wenn ihr ein Haus baut bei City of the Community, dann darauf achten, dass ihr, ja,
ihr wisst Bescheid, kein Feuer. Oder wenn ihr Feuer benutzt, viel Stein rum. Das geht auch natürlich. Und jetzt gehen wir mal zum nächsten Haus. Das vorletzte Haus übrigens von diesem Video hier. Aber nicht vergessen, der Name war von dem Haus hier Buri 03062. Kommt nochmal vorbei, baut das Haus nochmal zu Ende, beziehungsweise das Haus ist ja vielleicht schon zu Ende gebaut, aber die Innenausstattung, ne? So, das ist von Zu Hype The King. Zu Hype The King, so lautet sein Name. Dort gehen wir auch mal rein. Hier übrigens, bevor ich das vergesse, das Feuer habe ich auch ausgemacht, weil das hier ein bisschen gebrannt hat. Ganz wichtig, wie gesagt, viel Stein rum. Und er hat halt überall so Endertruhen und Truhen hingestellt, auch ja, hier zum Verzaubern. Ja, aber mehr nicht. Kurios, kurios. Ja, ich überlege gerade, vielleicht musst du doch ernsthaft vorbeikommen zu Hype The King. Und jetzt fliegen wir weiter. Und hier gibt es noch ein Haus, das letzte Haus von dem Video. Glas zerstören verboten. Ey Leute, ich will euch ja nicht irgendwie auf eine dumme Idee bringen, ne? Aber lasst das Glas in Ruhe, weil sonst habt ihr was mit mir zu tun. Wenn das Glas kaputt gemacht wird, dann ist hier alles überschwemmt und dann muss man den ganzen Teppich nochmal neu machen. Kann man machen, muss man aber nicht. Das Haus gehört von, wo ist denn der Name überhaupt? Hat er den Namen wieder vergessen hier? Okay, der hat den Namen vergessen. Ja. Ja, hier ist auch kein Name drin. Aber ist auch cool gebaut. Derjenige, der jetzt im Moment das Video anschaut und sagt, ey, das ist mein Haus, da musst du mal weiterbauen, komm vorbei, vergiss nicht, deinen Namen hinzuschreiben. Das ist ganz wichtig. Und das waren alle 1, 2, 3, 4, Momento. 3, 1, 2, 3, Spaß. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Häuser in diesem Video. Krasse Sache auf jeden Fall. Hier auch der LKW und die Kirche. Aber dazu kommen andere Videos auf jeden Fall. Die zum Gefängnis oder zum Fußballstadion. Aber 11 Häuser, viele davon noch nicht so fertig sind. Aber dennoch, kommt vorbei. Und ich werde auf jeden Fall nochmal darauf achten, dass ich das Haus nochmal zeigen werde, wenn das Haus fertig ist. Ich bedanke mich auf jeden Fall aufrichtig dafür, dass ihr das Video angeschaut habt. Vergiss nicht zu liken, für die Motivation, dass ich weitermache und natürlich für die Leute hier, die das gebaut haben. Allgemein für City of the Community. Wir sind eine Community, wir müssen zusammenhalten und dann sag ich mal, bis zum nächsten Mal bei City of the Community in Minecraft auf der PlayStation 4. Euer Moderator, Hoch Number Wanderer. Bis dahin, bleibt gesund. Tschüss und bis bald. Ciao.